Ja, wir hätten es wissen müssen. Jedes Mal, wenn unsere Regierung einen Lockdown ausschließt, dann kommt er. Ab morgen gilt der Teil-Lockdown für Ungeimpfte. Sie dürfen dann nur mehr in Ausnahmefällen das Haus verlassen. Und in Wien kommt 2G+. Dort ist also auch die Pandemie für die Geimpften nicht vorbei. Schauen wir uns einmal gemeinsam an, wie das der Bundeskanzler heute begründet. Wir setzen diesen Schritt nicht leichten Herzens. Aber leider ist er notwendig. Wir haben diesen Schritt angekündigt in den vergangenen Tagen und heute wird er umgesetzt. Klar ist aber auch, das ist die Unterkante der Maßnahmen. Doch als Gesundheitsminister, der auf die Intensivstationen schauen muss, der auf das überlastete Gesundheitspersonal schauen muss, sage ich, wenn sich die Dynamik so fortsetzt, werden wir weitere Maßnahmen benötigen. Die Regierung greift also durch. Herr Leposchitz, erleben wir da jetzt endlich knallharte Managementqualitäten unserer Spitzenpolitiker? Also ich glaube, das Wort Managementqualität im Zusammenhang mit unserer Regierung zu verwenden, ist eine Beleidigung für Managementqualitäten. Und wir haben heute dunkle Stunden in unserer Republik, die wir uns vor 2, 3 Jahren noch gar nicht vorstellen könnten. Wir haben derzeit nur einen großen Sieger und das ist das Virus. Wir haben aber fast nur Verlierer. Wir haben Verlierer, die Regierung, der niemand mehr etwas zutraut, die hilflos, planlos und unkonzentriert durch die Krise taumelt. Wir haben die Verfassung, die ein großer Verlierer ist, weil sie wird einfach Tag und Nacht ignoriert und der Verfassungsgerichtshof ist nur ein Reparaturorgan geworden. Und wir haben die Impfung, die mit falschen Versprechungen zum Gamechanger, zum Allheilmittel propagiert worden ist, was sie nie halten konnte und jetzt auch dasteht als völlig sinnlos, was ja auch nicht stimmt. Und wir haben die Bevölkerung, die mittlerweile immer mehr gespalten ist. Wir haben eine immer größere Radikalisierung der Bevölkerung. Wir haben heute in Wien Demonstrationen. Wir werden in den nächsten Wochen, glaube ich, massiv mehr Demonstrationen erleben. Also wir haben lauter Verlierer bis auf eigentlich denjenigen oder dasjenige, das wir bekämpfen wollen. Aber die Frage ist, wird dieser Lockdown für Ungeimpfte, Frau Schurian, wird unsere vierte Welle, die wir gerade massiv erleben, wird die brechen können? Ich glaube, es ist wahrscheinlich zu wenig. Wahrscheinlich hätte man diesen Lockdown für Ungeimpfte schon viel früher machen müssen. Sie haben mich ja anfangs zitiert, die Politik ist zu feige für eine Impfpflicht. Ich plädiere für eine Impfpflicht, die das Gegenteil von einem Impfzwang ist. Aber ich glaube natürlich auch im Gegensatz zu Ihnen, dass die Impfung natürlich etwas verändert. Man weiß, dass auf den Intensivstationen zu 90% ungeimpfte Menschen liegen. Wenn man die Menschen, die auf der Intensivstation arbeiten, hört, dann weiß man auch, dass man einfach auch wütend ist auf die Menschen, die sagen, meine Freiheit geht mir über alles, ich lasse mich nicht impfen, weil Freiheit etwas ist, das nicht bedeutet, man kann tun, was man will. Man kann auch nicht mit 200 über die Autobahn fahren. Ich muss ganz kurz... Haben Sie mir aber nicht ganz zugehört. Ich habe gesagt, die Impfung ist nicht das hundertprozentige Allheilmittel. Ich habe aber auch gesagt, die Impfung natürlich hilft. Ja. Ich möchte nur ganz kurz Sie unterbrechen, Frau Schurian. Ja, die Rechnung bezahlen momentan die Pfleger, das Krankenhauspersonal, die Ärzte. Aber laut neuesten Zahlen der AGES sind knapp die Hälfte auf Österreichs Normalstationen doppelt geimpft, der Corona-Patienten. Und auf den Intensivstationen ist es jeder vierte. Also wir haben hier schon mit einer erheblichen Zahl an Impfdurchbrüchen auch zu tun. Aber ich möchte die Frage jetzt auch an Sie weitergeben, Herr Bolz. Wir wissen, was ein Lockdown bedeutet. Ja? Dieses Mal ist es allerdings anders. 2/3 sind frei, 1/3 muss zu Hause bleiben. Was richtet das an? Ja, Spaltung der Gesellschaft, das ist keine neue Diagnose, das beobachten wir seit langer, langer Zeit schon. Nicht nur in der Frage, soll man sich impfen lassen oder nicht, sondern eben auch im Umgang mit unterschiedlichen Gruppen. Das wird auf jeden Fall zu einer enormen Verschärfung dieser Spaltung führen und zu einer Verbitterung eines großen Teils der Bevölkerung. Die Pointe bei der Sache ist übrigens die, dass es ja nicht nur die Ungeimpften sind, die diese Politik falsch finden, also diese Marginalisierung oder geradezu Denunziation der Ungeimpften, sondern auch viele Geimpfte. Ich bin doppelt geimpft. Ich kenne viele, die ähnlich denken wie ich, die nämlich sagen, so kann man mit diesen Leuten nicht umgehen. Das ist unmöglich. Ich selber würde mir niemals anmaßen zu sagen, man muss die und die Politik betreiben im Blick auf Corona. Ich kenne kein Allheilmittel, ich habe keine Strategie. Ich bin ja auch kein Politiker und ich bin auch kein Virologe. Aber etwas kann ich doch sehr deutlich sagen, nämlich, dass zumindest unsere Regierung, und vermutlich war es in Österreich nicht sehr viel anders, angetreten ist mit im Grunde 2 Versprechungen. Erstens,
Wenn ihr geimpft seid, ist das Problem gelöst. Und zweitens, niemand wird gezwungen, geimpft zu werden. Also das war ganz, ganz wesentlich. Es gibt keinen Impfzwang. Und was man jetzt eben versucht, und das spürt jeder, da muss man kein Psychologe sein, was man jetzt versucht, ist Impfzwang durch die Hintertür. Ich meine, Sie sagen oder schon durch die Vordertür. Mittlerweile auch schon durch die Vordertür. Aber dazu fehlt den Politikern der Mut. Dazu fehlt ihnen die Aufrichtigkeit. Ich sehe es ähnlich wie Sie. Sie müssen im Grunde sagen, wir haben uns geirrt, wir waren im Grunde auch inkompetent. Wahrscheinlich ist niemand so hundertprozentig kompetent, was dieses Virus betrifft. Wir haben Versprechungen gemacht, die wir nicht einhalten können. Und dann könnte man sagen, wie Sie, im Grunde gibt es nur die Ultima Ratio Impfzwang. Wir müssen das bekennen, wir haben das selbst ausgeschlossen. Ich sage und Impfpflicht und nicht Impfzwang. Oder ist Impfpflicht. Kein Unterschied. Gut, läuft aber im Grunde auf selber hinaus. Nicht? Es gibt keine Alternative mehr dazu. Und insofern, aber wären Sie für eine Impfpflicht? Wie gesagt, ich persönlich nicht, obwohl, wie gesagt, ich selbst ja geimpft bin, alle meine Kinder, meine ganze Familie ist das. Ich selber glaube aber, dass da sehr viel auf dem Spiel steht bei dieser Frage, die nicht nur eine rein medizinische Frage ist. Es geht nicht nur um die Spaltung der Gesellschaft, sondern es geht auch schlicht um die Grundrechte. Das ist eine Argumentation, die ja seit langem auch zu Recht parallel läuft zu der medizinischen, zu der virologischen Diskussion. Um welche Rechte kann man uns eigentlich dauerhaft nehmen? Und dass man einen Ausnahmezustand auf Dauer stellt, und darum handelt es sich ja eigentlich um einen Ausnahmezustand, den wir seit langem haben, das ist extrem problematisch und ist für die Demokratie in sich von größter Problematik. Denn, wenn ich den einen Satz so anfügen darf, das könnte zu einer Art Blaupause werden, wie man andere Probleme auch geht. Ich spüre das bei vielen Politikern, einige wie Lauterbach sagen das auch schon ganz deutlich, den Sie sicher auch kennen hier in Österreich, der schon sagt, so müssen wir auch mit der Klimaproblematik umgehen. Ja, also Demokratie, das funktioniert nicht mehr so hundertprozentig. Also der Vorbot einer Verbotspolitik. Im Grunde ja, also insofern, dass man sagt, mit den klassischen demokratischen Mitteln können wir die Probleme unserer Zeit nicht mehr lösen. Und das ist dann wirklich eine enorme Herausforderung. Und dann sind nicht nur diejenigen, die ungeimpft sind, sondern auch diejenigen, die für Freiheit sind, die für die Grundrechte sind, Feinde dieser Politik. Aber ich glaube, da müssen wir uns mal wirklich unterhalten, was Freiheit bedeutet. Freiheit bedeutet nicht, dass jeder machen kann, was er will. Sie dürfen nicht mit 200 km/h über die Autobahn fahren. Sie dürfen trinken, so viel sie wollen, wenn sie das zu Hause machen. Sie dürfen nicht mehr betrunken ins Auto einsteigen und Auto fahren. Das heißt, es sind diese Freiheitsrechte, sobald sie andere betreffen, immer beschränkt. Also die Freiheitsbeschränkung des Einzelnen durch Gesetze, durch ein Regelwerk, durch eine auch moralische Implikation bedeutet eigentlich immer die Garantie von Freiheit. Weil es ist jetzt hier die Impfgegner, die sagen, es ist unsere Freiheit, uns nicht impfen zu lassen. Das stimmt schon, bedeutet aber gleichzeitig eigentlich dann für die Mehrheit Unfreiheit. Weil es bedeutet für die Mehrheit, dass sie in diesen Lockdown gezwungen werden, weil das wird es letztendlich werden. Es wird sicherlich wahrscheinlich nicht der Lockdown für Ungeimpfte bleiben, sondern es wird wieder ein Lockdown kommen. Und ich denke mir, da ist die Freiheit des Einzelnen, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Sie sprechen da was sehr Wichtiges an und spielen da auch so zwei Spitzenwerte gegeneinander aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Freiheit nämlich gegen Sicherheit. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, das ist in der Tat die Kontroverse, um die es geht. Es gibt ja gar keinen Zweifel, dass in unserer modernen Wohlstandsgesellschaft schon seit vielen Jahrzehnten Gesundheit der absolute Spitzenwert ist. Wir sehen umgekehrt auch, zumindest bei uns in Deutschland, dass der Wert Freiheit außerordentlich relativiert worden ist, und zwar nicht nur mit sachlichen Überlegungen, wie Sie sie gerade vorgetragen haben. Aber lassen Sie mich dazu nur einen Satz sagen. Es gibt einfach, wie soll man sagen, verfassungsmäßig ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, und die darf man nur einschränken, also die Freiheit des Menschen darf man nur einschränken, wenn es keine anderen Optionen, keine anderen Mittel gibt. Und das ist eben nicht ausgemacht. Es ist nicht so, dass das, was im Moment als Politik betrieben wird, absolut alternativelos ist, obwohl vor allen Dingen die deutschen Politiker sich das angewöhnt haben, alles, was sie entscheiden, als alternativlos darzustellen. Das ist aber gerade hier, glaube ich, nicht der Fall. Ich möchte auch gerne den Herrn Jungwirth in die Diskussion mit reinholen und noch einmal zurückkommen zum Lockdown für Ungeimpfte, der morgen in ganz Österreich gilt, Herr Jungwirth. Jetzt gibt es viele Zweifel an diesem Lockdown. Wir haben die Zweifel von Herrn Leposchitz auch schon gehört. Es gibt auch rechtliche Zweifel. Es gibt Zweifel, wer kontrolliert, und es gibt Zweifel an der Wirksamkeit. Warum macht es die Politik trotzdem?
Es ist natürlich ein Verzweiflungsakt gewesen, den man heute gesetzt hat. Und ich glaube, dass alle Verantwortlichen genau wissen, dass das nicht der letzte Schritt war, sondern nur der vorletzte Schritt war. Und dass wir natürlich früher oder später einen Lockdown wieder haben werden, wie wir den schon vor einem Jahr gehabt haben oder zumindest, also vor einem Jahr auf jeden Fall oder auch im Frühjahr oder auch zu Beginn der Pandemie. Natürlich, die Regierung hat viel zu lang gezaudert. Hat viel zu lang gezögert. Man hat gewusst, also wohin die Reise... Also die Regierung muss sich den Vorwurf eigentlich auch selber machen. Ja, natürlich, sicher, natürlich. Ja. Also die Regierung, also seit Wochen hat man genau gewusst, wohin die Reise geht. Ich habe diese ganzen Unterlagen von diesen diversen Corona-Kommissionen, da ist alles von den Experten relativ klar und deutlich gesagt worden. Aufpassen, die Zahlen gehen wieder hinauf, am Anfang noch vorsichtig. Und man kennt ja diese Dynamik. Wenn das Virus einmal einen Fort aufnimmt, dann muss man gegensteuern. Und die Regierung hat gedacht, das wird schon irgendwie gehen. Nicht? Und jetzt ist die Bescherung halt relativ groß. Und das Problem ist halt, da muss ich Ihnen ein bisschen kontern, das Blöde an diesem Virus ist, die einzige Antwort auf dieses Virus ist wirklich die Impfung. Natürlich ist ein Lockdown ein mittelalterliches Instrument. Wir wissen, die alten Venezianer haben das eingeführt, Quarantäne, Lockdown und dergleichen. Das ist natürlich ein mittelalterliches Instrument, das ab Mitternacht in Kraft tritt. Aber es gibt natürlich, es gäbe eine bessere, gäbe eine Option. Und die Option wäre die Impfung. Mir ist ja nicht ganz klar, wenn ein Kind auf die Welt kommt in Österreich, innerhalb der ersten 12 Monate, ich weiß nicht, wie viele Impfungen es bekommt, 7 Impfungen, 8 Impfungen, 9 Impfungen. Das ist eine Art Impfpflicht durch die Hintertür. Wenn du das nicht machst, dann bekommst du die Beihilfe nicht. Wenn meine Tochter arbeitet in einem Spital, sie hat sich 10-fach impfen lassen müssen, bevor sie dort angefangen hat. Also wenn man jetzt debattiert über die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal. Also diese Impffragen bei den Kinderimpfungen für Säuglinge, kann mich nicht erinnern an eine Debatte, was ist das für Impfstoff, wo wird der hergestellt, ist es AstraZeneca, ist es BioNTech. Wirksamkeit, Nebenwirkungen, das wird anstandslos geschluckt. Also ich fürchte halt, dass wir Corona, so wie bei den Bocken, so wie bei der Kinderlähmung und vielen anderen, Ebola, dass wir das nur über die Impfung in den Griff bekommen. Und die Regierung setzt ja auch alles daran, die Impfquote zu erhöhen. Sie arbeitet mit Druck. Aber die Frage, die mich umtreibt, ist, das funktioniert ja auch. Ja? Also wir sehen Menschen, die vor Impfbussen anstehen, sofern die nicht in der Garage stehen. Aber was bewirkt das, Herr Leposchitz, wenn sich Menschen mit der Faust in der Tasche impfen lassen, also nicht aus innerer Überzeugung heraus. Also ich glaube, wir führen da jetzt die falsche Diskussion nur über die Impfung. Ich glaube, das ist ja der essentielle Fehler, den auch diese Regierung gemacht hat, den Leuten zu erklären, die Impfung ist die einzige Variante, die hilft, die Impfung ist das Einzige, was euch rettet, nur die Impfung kann euch aus dieser Krise bringen. Also die Regierung ist auf einem Bein gehüpft und jetzt funktioniert dieses eine Bein viel weniger muskulös, als wir gedacht haben, sondern es ist schon relativ... Ja, aber was ist die Alternative? Relativ, das wollte ich ja gerade sagen, man muss ja jemanden ausreden lassen, dann kann der ja die Zweitvariante, muss erst die Situation schildern. Also die Regierung hüpft gerade und ist am Umfliegen, weil wir sehen zum Beispiel an Deutschland. Deutschland sind 43% der Corona- Toten über 60 Jahre sind geimpft mittlerweile. Das sind einfach offizielle Zahlen. Also das ist, für mich ist das keine Vollimmunisierung und das ist auch kein Gamechanger. Aber natürlich ist die Impfung ein wichtiger Teil. Die Impfung ist wie ein Medikament, das nicht so wirkt, wie es versprochen wurde. Wir sehen aus den letzten Zahlen, diese große englische Studie sagt, nach bis 2 Monaten ungefähr der Impfschutz, ab dem 3. Monat bricht der Impfschutz schon zusammen bei den Impfungen. Das ist jetzt nicht die Vollimmunisierung. Die Pandemie ist vorbei, die Pandemie ist zu Ende, wie der Herr Kanzler Schallenberg. Die Alternative ist, dass wir erstens mal wieder... Ein drittes Mal impfen. Die Alternative ist zum Beispiel, ja, die Boosterimpfung. Die Alternative ist, dass wir auf die Impfung, dass wir Antikörper setzen. Die Impfung, dass wir auf Medikamente setzen. Die Leute jetzt irgendwo krank... Sie tun so, als würde das nicht passieren. Sie fragen mich ja, was ich tun würde. Und dann unterbrechen Sie mich immer, weil ich die heilige Impfung... Wir können ja ein Altar aufbauen. Da ist jetzt die Impfung und jeder betet das an und kein anderer kann eine Variante machen. Sie haben vollkommen recht. Ist dieses ständige Unterbrechen. Wenn man jemand versucht, Alternativen zu sagen, dann sagt sie, haben ja keine Alternativen, sie sind ja nur ein Leugner. Das funktioniert so nicht. Man muss auf Medikamente setzen. England hat ja zugelassen zum Beispiel. Und in Österreich ist so, wenn sie positiv getestet werden, werden sie in die Quarantäne geschickt. Und dann sind sie medizinisch völlig unbetreut. Niemand ist bei ihnen. Und dann, wenn sie am Abkratzen sind, am Röcheln, kommt die Rettung und führt sie ins Spital. Dann haben wir Spitalsquote. Zum Beispiel Mexiko macht ein Medikamentenpaket. Die Leute werden angerufen, die kriegen ja Paracetamol, die kriegen antivirale Medikamente und du hast auch einen Placebo-Effekt. Und wenn man sich nur
nur 10% der Leute erspart, haben wir wieder die Intensivstationen entlastet. Oder wenn man sagt, die Impfpflicht, das ist ja ein gutes Beispiel mit der Impfpflicht. Wenn man die Bocken sagt, die Bocken sind 30 Mal so letal, also tödlich. Und wenn man die Bockenimpfung erhält, ist man nicht mehr ansteckend. Und man, dieser Dominostein, das ist immer das Beispiel für diese umfallende Dominokette, dann hat man den Stein raus. Das ist ja bei Corona überhaupt nicht. Der Guru aller Impftaliban ist ja derjenige, ist der Herr Drosten. Sogar der Herr Drosten in Deutschland, ein Chef-Virologe, sagt, die Geimpften sind die ersten Tage vergleichbar ansteckend wie die Ungeimpften. Warum? Und nur in den nächsten Tagen, nur nach ein paar Tagen von den Arbeiten, die sind ja, Entschuldige, es ist aber ja gesagt, darf ich hier mal kurz, ich muss hier mal kurz einen Stopp machen. Sie sagen jetzt ganz viel. Ich würde gerne noch mal den Herrn Jungwirth dazu hören. Ja, weil so viel zu sagen ist dagegen, weil es ist einseitig, ist ein Wahnsinn. Es ist eindimensional. Moment, es gibt so viele Dimensionen. Sie sagen, es war falsch, alles auf die Karte Impfung zu setzen. Es gäbe auch Medikamente, die Menschen müssen früher betreut werden, auch in der Quarantäne betreut werden, nicht allein gelassen werden. Ganz kurz, ich gebe Ihnen, Herr Jungwirth, überzeugt Sie das, was der Herr Leposchitz sagt? Wenn die Wissenschaftler, wenn die BioNTech-Erfinder nach 6 Monaten draufgekommen wären, es gäbe ein super Medikament, dann würden wir jetzt alle Medikamente schlucken und dann hätten wir nicht diese Diskussion. Ist BioNTech zugelassen, Pfizer? Pfizer. Mhm. Nein, als Medikament meine ich. Jetzt ja, nicht der es gibt ein BioNTech-Pfizer-Medikament, das zugelassen wird. Ja, nein, aber ich wollte nur sagen, eine Pille, wenn das in Form einer Pille wäre, hätten wir, glaube ich, diese Diskussion diesmal hätten wir nicht. Lieber das so Michael, der BioNTech Gründer, der Herr, wie heißt der, Ugur, hat am 21. Februar noch gesagt, wenn Sie geimpft sind, sind Sie nicht mehr ansteckend. Ne? Das ist der Gründer. Ne? Und wenn man, das ist ja auch ein Milliardengeschäft. Na, BioNTech hat zum Beispiel im dritten Quartal, das hört man ja nie. BioNTech gehört übrigens zum Teil den Chinesen, die haben zufälligerweise das 2019 übernommen, hört man auch nicht. Aber BioNTech hat im dritten Quartal diesen Jahres 6 Milliarden Umsatz gemacht. Weißt du, wie hoch die Spanne ist von BioNTech? Der Gewinn der Steuern ist 3,2 Milliarden davon. Also das sind ja spannendes ein Milliardengeschäft. Aber das ist eine absurde Diskussion. Dass mit den Milliarden wieder Forschung betrieben wird. Ich meine, diese Diskussion ist wirklich lächerlich. Also Gewinn, wir sagen ist, jetzt, Gewinn ist uns nein, zu teuer. Schauen Sie, Sie sind vielleicht, ich bin Unternehmer. Gewinn ist etwas anderes als Investitionen. Das, glaube ich, versteht jeder, ja. Na, fast jeder. Aber die Frage es ist lächerlich, über diese Frage zu diskutieren. Sind es Gewinne dabei oder nicht? Also Gegenargumente mit Zahlen, die stimmen, sind lächerlich. Natürlich forschen Pharmaunternehmen weltweit an Medikamenten gegen Corona. Derzeit ist die Impfung das adäquateste Mittel. Derzeit. Ja. Man weiß nicht, was in einem halben Jahr sein wird. Das ist auch das Neue an dieser Pandemie, dass sie noch nie da war. Das bestreitet doch niemand. Im halben Jahr ein Pulver, das wir alle schlucken und dann ist es vorbei. Genau. Ja, das bestreitet ja niemand. Ich sage nur, die Leute werden alleingelassen und dann kommen sie ins Krankenhaus, wenn es eskaliert. Anstatt dass man es medizinisch betreut, wie bei jeder anderen Geschichte. Da gibt es so viele kleine Schritte, die man machen kann und nicht nur immer sich auf die Impfung verlassen. Und dazu, weil es ja nicht funktioniert. Eine normale Pille wäre okay, irgendeine Flüssigkeit wäre okay. Das Problem an der Impfung ist, dass falsch kommuniziert wurde, meiner Meinung nach. Man hat den Leuten versprochen, das erste war Einstich. Nach Anstich ist alles vorbei. Das ist der Gamechanger. Bundeskanzler damals nachvollbar. Dann hat es geheißen, 2 Stich, alles vorbei. Auch der Herr Bundeskanzler. Dann hat man gesagt, die Pandemie ist gemeistert und abgelehnt. Großer Fehler. Der jetzige Bundeskanzler, ich glaube schon, dass man die Frage zulassen muss und dass auch die Politik sich die Frage dann im Nachgang stellen muss, warum haben wir nicht eher auf Medikamente gesetzt. Aber das kann ja nicht die Politik beantworten, das kann ja nur die Wissenschaft beantworten. Die Wissenschaftler, die müssen entscheiden, wie wir das bekämpfen. Ist es eine Impfung? Ist es eine Pille? Ist es ein Pulver? Ist es eine Flüssigkeit? Also ich bin da schmerzbefreit. Ja, aber man darf doch die Wissenschaftler nicht auch aus der Kritik rauslassen, weil die Regierung tut ja de facto, man sagt dann, die Regierung ist ja nicht so unabgehoben. Die haben ja ihre Beraterkreise, die haben ja auch ihre Top-Experten und die Regierung irrt ja deswegen so oft, weil sie die Experten so oft geirrt haben. Ja, aber haben. Soll die Regierung Pulver entwickeln? Nein, das ist das Gleiche, aber man muss aber auch diese Beratergremien hinterfragen. Man hat alle Leute, die kritisch sind entfernt wie den Herrn Sprenger in Graz, der wirklich eine anerkannte Koryphäe ist und kein
Impf-ISLer. Aber man muss aber eine Mischung machen. Diese Mischung, dieser Diskurs, und wenn ich mir anschaue auf der Universität Klagenfurt, wo der Rektor, das ist unpackbar, den freien Hochschulzugang beendet und sagt, 2G auf der Universität, wer ungeimpft ist, hat ja beim Thema Wissenschaft auf einer Universität nichts zu verloren. Also das ist ein Wahnsinn und das muss man zurückweisen. Da gibt es Grundrechte, Freiheiten und ein freies Recht auf Bildung. Ich hätte diese Debatte Regeln jetzt Vorschlag, ganz gut. Ich hätte einen Vorschlag zur Güte, wie wir uns einigen könnten. Herr Bolz, bitte. Ich glaube, wir werden immer streiten. Und die Diskussion ist tatsächlich sinnlos, wenn wir unsere gegenseitigen Vorstellungen von richtigem medizinischen Umgang mit diesem Problem. Ja. Wir sind alle Laien, haben keine Ahnung. Und leider Gottes, selbst die Experten scheinen nur begrenzt Ahnung zu haben und täuschen sich unentwegt.